Hi Leute, hier ist der Michel, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Heute gibt es den 92. Rennsonntag. Formel 1 2015 hat sich hier sehr deutlich durchgesetzt mit knapp 50% der Stimmen für ein Rennen im Ferrari auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Ja, ist irgendwie auch klar, allem Formel 1 Fieber. Heute startete die Formel 1 Saison 2016, da werden wir auf jeden Fall gleich drüber noch sprechen. Ich habe das auch direkt am Sonntag nach dem Formel 1 Rennen jetzt aufgenommen, deswegen kann ich auch schon darüber reden. Das heißt, wer noch irgendwie denkt, dass er gespoilert wird, wer noch nicht das Ergebnis weiß, noch irgendwo eine Wiederholung gucken wollte, was wohl relativ unwahrscheinlich ist, der sollte dann vielleicht heute mal das Video stumm gucken oder so, weiß ich nicht. Ja, das ist das Setup für heute. 5 Runden Renndistanz Blitzqualifying, damit wir uns hier schnell noch eine Startposition ergattern. Ja, Qualifying-Format natürlich auch ein großes Thema. Lassen wir erstmal den König aussprechen. Wer hier heute im Qualifying die Nase vorn haben wird. Ja, das wäre auch noch ein interessantes Qualifying-Format, ne? Blitz-Qualifying. Jeder fährt einfach eine schnelle Runde. Nee, da gab es ja viel Diskussionen jetzt gestern am Samstag um dieses Qualifying-Format. Und tatsächlich ist es auch so, dass direkt wieder aufs alte Qualifying-Format umgestellt wird. So, ich habe ja hier noch die Setups aus meiner F1 2015-Saison. Da werde ich auch einfach mal das Spielberg-Setup hier kurz nehmen. Das war, glaube ich, ganz gut. Ich meine, dass wir hier damals in der Saison recht gut unterwegs waren. Wir werden heute dann auch mal aus der Dachperspektive, aus der TV-Perspektive fahren. Nicht wie in der Karriere aus dem Cockpit direkt, sondern einfach mal hier von oben. Finde ich auch mal ganz angenehm. So, DRS kann man hier schon mal direkt aktivieren. Oh, das ist immer so doof. Jetzt erst greift das Force Feedback ein. Das war aber ja auch schon meine Karriere immer so. Und da fährt auch schon der Hamilton davon. Ja, Australien ist heute gelaufen. Doppelsieg für Mercedes. Rosberg vor Lewis Hamilton. Und dann dahinter direkt bis zum Ende auf jeden Fall competitive gewesen der Sebastian Vettel, der sich am Start auch schon direkt... Hat das DS automatisch gezündet jetzt, oder was? Irgendwie ne, jetzt... Ja, okay. Super optimal gelaufen gerade. Also werden auf jeden Fall nicht auf der Pole Position stehen. So viel steht schon mal fest. Den Hamilton dann noch zu bekommen, wird schwierig sein. Also Vettel hätte, glaube ich, heute auch Mercedes locker um die Ohren fahren können, wenn da richtig mit den Reifen gepokert worden wäre. Es gab einen ziemlich heftigen Crash von Fernando Alonso, dass er aus diesem Auto unverletzt, quasi unverletzt, ja, ist unverletzt ausgestiegen. Das ist wirklich, ja, er hat wirklich einen ordentlichen Schutzengel, glaube ich, gehabt. Also das sah heftig aus. So, nochmal DRS und was sagt die Runde? 1.10.5, nicht das Gelbe vom Ei, aber naja, ich bin ja auch schon ein bisschen raus aus der Materie hier. Ja, ansonsten gutes Ergebnis für Daniel Ricciardo auf der 4. Dann haben wir noch auf Platz 6 den Romain Grosjean gehabt für Haas Racing. Ja, ist ja ein komplett neues Team, wissen wir ja, aus den USA, ne? Die sind ja ganz viel im NASCAR-Sport und so unterwegs. Tag für Lewis Hamilton perfekt zu Ende. Im morgigen Rennen startet er von ganz vorn von der Pole. Und für einen kompletten Neustart, einen kompletten Einstand, da einfach mal schöne Punkte holen, das ist natürlich sehr, sehr gut für die Leute. So, dann würde ich sagen, geht's los. 5 Runden Rennen. Ja, also dieser Shootout im Qualifying, der scheiterte, glaube ich, auch einfach ein bisschen daran, dass die Reifen eben auch nur über eine schnelle Runde ihr Optimum haben. Das ist immer das Problem. 2 Stunden von Wien entfernt an einer spektakulären Strecke vor einer Kulisse aus Wäldern und Hügeln. Das heutige Rennen wird sicher ein Schmankerl. Freuen Sie sich auf den großen Preis von Österreich. Jawohl. Und das ist die Startaufstellung für das heutige Rennen. Also unter Zeitdruck mit einem Reifen, der nur eine Runde ein Optimum hat, ja, zu taktieren ist halt, glaube ich, für die Teams relativ schwierig gewesen, haben wir ja gesehen am Samstag. Und dementsprechend war auch schon 5 Minuten vor Ende vom Q3 auch keiner mehr auf der Strecke. Ja, das ist natürlich alles andere als spannend gewesen dann am Ende. Und deswegen hat sich auch nach zahlreichen Beschwerden auch aus dem Formel-1-Lager und so von den Teams, hat man sich jetzt schon dazu entschlossen, beim nächsten Rennen in Bahrain einfach schon wieder aufs alte Format zurückzugehen. Weil es natürlich auch ein bisschen inkonsequent, aber ja, was willst du machen, ne? Immerhin reagieren sie dann. So, jetzt geht's gleich los. Ampel geht. Ich gebe mal einfach Vollgas. Kann man nicht viel verkehrt machen eigentlich. Ja, 5. Startplatz hier. Oh. Ja, ich bin wieder auf dem falschen Pedal gewesen. Warte mal. Ja, weil das Problem nämlich hier bei F1 2015 ist, mit dem T3PA Pro Pedal, da... So, ich mach mal Session neu starten. Da kannst du das Kupplungspedal nicht als Bremspedal belegen, sondern nur das Bremspedal. Und da ich sonst meistens immer mit dem Kupplungspedal bremse... Also mein Start ein bisschen verhauen, na egal, komm, kriegen wir schon irgendwie wieder eingeholt. Oh, es rutscht noch ganz schön hier, Reifen noch kalt.
Boah, auf Platz 8 durchgereicht worden. Direkt hinter Ricciardo. Boah, Windschatten sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut. Beziehungsweise sind gut aus der Kurve rausgekommen. Vergleich. Gleich mal die Red Bulls hier verspeist. Ja, viele geben natürlich wieder Bernie Ecclestone die Schuld, aber ich glaube tatsächlich, diese Qualifying-Regel, die hat er sich nicht ausgedacht. Er war, glaube ich, sogar dagegen. Das war diese Vier-Strategiegruppe irgendwas, keine Ahnung. Die haben sich das, glaube ich, die dachten, das ist eine ganz tolle Idee. Also, wenn man ehrlich ist, die Startaufstellung an sich, die hätte wahrscheinlich auch ähnlich ausgesehen, wenn es das alte Format gewesen wäre. Zumindest bei Red Bull haben sie es ja ein bisschen verpennt, da den Ricciardo rechtzeitig rauszuschicken. Also Formel 1 2015 macht immer wieder ordentlich Spaß, muss ich sagen. Fährt sich schön knackig mit dem Formel 1 Aufsatz. Zugänglich auf jeden Fall. Kann man einfach mal ein Rennen mal bratzen zwischendurch. Ist schön arcadey. Muss sich nicht viele Gedanken machen. Das Auto ist stabil. KI geht soweit auch echt in Ordnung. Also wir fahren hier übrigens auf Experte. Da geht noch auf jeden Fall eine Stufe höher. Auf Legende, das wäre noch möglich. Ja, in diesem Sinne, denke ich mal, könnte uns schon eine spannende Formel-1-Saison ins Haus stehen. Mal schauen. Mit ein bisschen Glück werden wir tatsächlich sogar in Hockenheim vor Ort sein. Mal gucken. Dazu gibt es dann später vielleicht noch mehr. Also, ich muss definitiv Stellung beziehen, weil ich bestimmt auch gefragt werde. Ja, ich bin auf jeden Fall für Sebastian Vettel dieses Jahr. Und zwar, ja, ausschließlich. Ich wünsche ihm, dass er den Stern da einfach mal einheizt und dieses Jahr Weltmeister wird. Und ich denke mal, ja, ich meine, gut, nach dem ersten Rennen kann man aber noch nicht so viel sagen. Es ist immer nicht so ausdruckskräftig, das erste Rennen der Saison, also manchmal schon, aber es ist auch immer so, dass sich im Laufe der Saison immer noch viel verändern kann, sich Kräfteverhältnisse verschieben können. Dann bringen dann auf einmal die Hersteller dann wieder irgendein Teil so. Kriegen wir hier den Massa einmal? Jawohl. Boah, der schiebt sich wieder zurück. So, jetzt habe ich DRS aktiviert. Flügel ist auch runtergeklappt. Oder hochgeklappt, besser gesagt. So. Jetzt haben wir noch Bottas und Raikön. Viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Vielleicht kriegen wir die auch noch. Ja, es wäre ganz geil gewesen, wenn man bei Formel 1 auch wirklich selber seine Rundenanzahl einstellen könnte. Es gibt aber nur diese Abstufung. 3 Runden, 5 Runden oder 25%. Und da der Rennsonntag ja immer noch ein kurzes Format ist. Aber könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da mal ein 25% Rennen wollt. Ich werde Formel 1 heute einfach nochmal anbieten und werde dann zur Option stellen, dass wir dann 25% Rennen fahren. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Dann kann ich ja quasi dann Bahrain auch nehmen. Oh, da rutscht er ein bisschen weg. Also kommen wir nicht mehr ran an die beiden da vorne. Dann nehme ich quasi die festgelegten Startpositionen. Können wir auch mal ein kleines Underdog-Team nehmen oder sowas. Oder ein Mittelfeld-Team, so sauber oder sowas. Ah, jetzt verlieren wir ein bisschen den Anschluss gerade. Nee, auf jeden Fall beim Abstimmungssystem jetzt, ne, ich erinnere noch mal dran, das geht ja über die Infocards jetzt seit 2-3 Folgen. Da müsst ihr oben rechts quasi auf dieses kleine i klicken und dann könnt ihr dort direkt für den nächsten Rennsonntag abstimmen. Und ich sag einfach mal, es waren fast 1200 Leute, die abgestimmt haben dieses Mal. Das ist absoluter Rekord, das ist mehr als, ja, das ist 10-mal so viel wie nach dem alten Abstimmungssystem mit in den Kommentaren und so. Das ist wirklich der Wahnsinn. Okay, vorletzte Runde, nee, letzte Runde jetzt schon. Kein DRS mehr. Müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht mal von Massa vernascht werden hinten. Ja, auf Experte sind die schon relativ flott. Also wenn man sich da zu viele Fehler erlaubt, nicht so richtig sauber fährt, dann verliert man da sehr schnell Boden. Oh. Genau das.
finde generell Formel 1 aus der Perspektive irgendwie viel einfacher als direkt aus dem Cockpit. Du hast halt viel mehr Übersicht auch nach vorne. Du kannst halt auch Bremspunkte und sowas irgendwie besser einschätzen, finde ich. Na, beste Runde 1:10:08 ist auch echt nicht das Gelbe vom Ei. Also müssen wir mal gucken, ob vielleicht noch diese hier noch ein bisschen schneller wird. Ich bin hier auch mal viel zu weit rechts gewesen. Der Tank ist auch auf jeden Fall schon am Blinken. Ah, nicht rutschen. Na, ja, was sagt die Runde? Nicht mehr besser geworden. 1:11. Man kann hier, denke ich mal, definitiv unter 1:10 fahren, locker. Wenn man eine schnelle Runde erwischt. So, jetzt ist ein Vettel wahrscheinlich enttäuscht. Na, ja, nicht ganz so happy aus. Ja, also so mittelmäßig, ne? Hat das Rennen heute mit einer eindrucksvollen Demonstration seiner Stärke dominiert und hochverdient gewonnen. Er scheint sich an diesem Wochenende in seinem Mercedes sowas von wohl zu fühlen. Und obendrauf gibt es neben dem Pokal noch 25 Punkte. So sieht's aus. Ja, ich glaube, die Williams waren ja gar nicht in den Punkten, ne? Jetzt beim Rennen. Ich kann ja nochmal kurz gucken. Nochmal kurz das Ergebnis mir anschauen. Wenn ich das hier gerade auf dem Handy vielleicht vor mir habe. Ah ja, da habe ich es noch. Doch. Mich letztlich wieder Quatsch. Fünfter ist ja Massa geworden, klar. Ich habe ja vorhin gesagt, Peter Ricciardo, sechster Kultur, aber fünfter war tatsächlich Felipe Massa auch in Williams und auch Hülkenberg in den Top 10 auf Platz 7 gewesen, Force India und Bottas auch in den Punkten. Ja, da habe ich ein bisschen Quatsch erzählt auf jeden Fall, ne? Ja. Sainz haben wir noch, Verstappen, wo es ein paar witzige Funksituationen gab und ansonsten, ja, Pascal Wehrlein vielleicht noch interessant, ja, unser DTM-Champion. Im Manor-Team natürlich nicht wirklich konkurrenzfähig, immer noch auf Platz 16 gelandet. Mal sehen, was da noch so zu sehen sein wird. Hat zumindest schon mal seinen Teamkollegen geschlagen, ne? Ist auch schon mal was wert. Ja, alles klar, Leute. Dann sehen wir uns gleich wieder in den Außermöglichkeiten beim nächsten Mal. Fürs nächste Mal, so rum. Bis gleich. Kommen wir zu den Außermöglichkeiten fürs nächste Mal. Wichtiger Hinweis immer noch an der Stelle natürlich. Abstimmung läuft über die Infocard oben rechts. Dieses kleine i, wenn ihr einen Overlay macht, oder wenn ihr mit dem Maus rübergeht, wie auch immer, wenn ihr es antappt. Ansonsten hat sich am Lineup nicht viel geändert. Wir haben nach wie vor den Audi Sport GT Cup in Brands Hatch auf der Indy-Variante. Wir haben, wie eben schon angekündigt, ein Formel-1-Rennen bei F1 2015 mit dem Toro Rosso in Bahrain. 25% Rennen dann, wenn es ausgewählt werden sollte. Oder schon mal Einstimmung auf die FIA WEC hier Nürburgring, Toyota TS040 Hybrid. Ja, viel Spaß und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.